Wenn ihr WhatsApp nutzt, dann wisst ihr, dass ihr dort einen Status einstellen könnt. Und genau dieser Status ist jetzt einem 47-jährigen Mann aus Frankfurt zum Verhängnis geworden. Denn das Amtsgericht Frankfurt hat ihn verurteilt, 750 Euro für sein Statusvideo zu zahlen. Was das für ein Video war und warum er so viel Geld zahlen muss, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Es war der 22. Oktober 2019, 12.18 Uhr. Da entschied sich ein Mann aus Frankfurt, ein 1-minuten-20-langes Video in seinem WhatsApp-Status zu posten und so seinen Kontakten 24 Stunden lang zur Verfügung zu stellen. Man sieht darin Adolf Hitler, der den Hitler groß zeigt. Man sieht eine Formation aus Flugzeugen, die ein Hakenkreuz andeuten und fliegen, Abwürfe von Bomben aus Flugzeugen, Hakenkreuzflaggen und über den Bildern flimmer dauerhaft der Text, steh auf Nichtjuden der Welt, organisiert euch gegen die jüdische Tyrannei und kämpft um euer Volk. Naja, das war zwar nur ein WhatsApp-Status, aber wie ist das gerichtlich zu werten? Die Staatsanwaltschaft Frankfurt warf dem Mann Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor. Und das Gericht muss jetzt erstmal klären, ob der Text im Video den Straftatbestand der Volksverhetzung 130 Strafgesetzbuch erfüllt. Und den gucken wir uns mal an. Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, gegen nationale, rassistische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppen, gegen Teile der Bevölkerung oder einzelne zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen auffordert, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Also das ist hier der Straf. Tat bestand. Und äh, da war natürlich jetzt die Frage, welcher, welche dieser Varianten kommen hier äh, letztlich zur Geltung. Und äh, hier ist es tatsächlich so, dass man eine feindselige Haltung gegen einen gewissen betreffenden Bevölkerungsteil zeigen muss. Und es reicht nach Ansicht vieler Juristen eben nicht nur aus, dass man eine gewisse Bevölkerungsgruppe oder religiöse Gruppe hier ablehnt, äh, man muss richtig zum Hass aufstacheln. Das ist sozusagen die rechtliche Wertung dieses Straftatbestandes des 130-Strafgesetzbuchs der Volksverhetzung. Der Angeklagte Mann hat vor Gericht gesagt, naja, der Text ist jetzt nicht so zu interpretieren, wie die Staatsanwaltschaft das vielleicht gesehen hat, dass er zum äh, Hass gegen Juden aufgerufen hat. Im ehesten hat er gegen einen Angriffskrieg gegen Israel aufgerufen, aber nicht, dass jetzt einzelne Juden oder Bevölkerungsgruppen getötet werden. Und Darauf hat sich äh, der Text richte sich ähm, an die Nichtjuden dieser Welt. Sagt allerdings das Gericht hier und sagt, es ist äh, komplett abwegig. Aus diesem Text äh, steht auf ihr Nichtjuden organisiert euch gegen die jüdische Tyran äh, Tyrannei kämpft um, euer Volk ist völlig abwegig zu sagen, das geht nur gegen den Staat Israel. Nein, das geht gegen eine ganze Volksgruppe der Juden, ähm, gegebenenfalls sogar noch eben gegen die, die jüdische Religion und insofern gegen eine ganz Hass gegen alle. Eine religiöse Gruppe und damit ist die Volksverhetzung zu 100 Prozent erfüllt, sah hier so die Staatsanwaltschaft und letztlich auch das Gericht. Das sei hier ein Aufstacheln zum Hass. Naja, und außerdem hat der Mann hier noch einen anderen Straftatbestand erfüllt. Den zeige ich euch hier auch. Das ist der 86a Strafgesetzbuch verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger terroristischer Organisationen. Ja, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren wird bestraft, wer im Inland ähm, eben entsprechend äh, solche Kennzeichen verbreitet. Ja, Im Inland eine der 86. Bezeichnenden Parteien oder Vereinigungen verbreitet, also Kennzeichen. Und die NSDAP hat ein Hakenkreuz gehabt und die ist in 86 eben eine entsprechend verbotene Partei geregelt und damit eine verfassungswidrige Organisation. Und deswegen dürfen auch deren Kennzeichen nicht weiter verbreitet werden. Die Frage ist natürlich, warum findet man trotzdem in einigen Spielen noch Nazi-Kennzeichen? Naja, das liegt daran, dass im Rahmen der geschichtlichen Aufklärung oder bei der Kunst und der Wissenschaft sowas natürlich auch noch passiert und auch erlaubt ist. Beispielsweise bei N24 in irgendwelchen NTV-Sendungen werdet ihr Hakenkreuze finden, aber immer wenn es um Aufklärung geht, dann eben nicht. Und hier muss man sagen, Hass gegen Juden ist keine geschichtliche Berichterstattung. Ganz klar, das ist ein Verbreiten. Nein, das ist zunächst mal ein, <laughs> ein Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation. Bleibt noch ein weiterer Aspekt. Man muss insgesamt auch etwas verbreiten und die Frage ist, ist ein WhatsApp-Status auch eine Verbreitung? Das war hier auch die große Frage. Eine Verbreitung ist immer dann gegeben, wenn eine Personenzahl erreicht wird, die so groß ist, dass sie nicht mehr kontrollierbar ist. Der Mann hatte 229 Handykontakte und das Gericht hat geschätzt, dass rund 75 Leute aus den Handykontakten das Video auch wirklich angeschaut haben. Und äh, kann man nicht steuern, also, also verbreiten heißt also immer, ist es nicht mehr steuerbar. Wer es dann sich alles anschaut, kann man nicht steuern. Wer sich das anschaut, naja, grundsätzlich schon bei einem kleinen Kreis, der homogen ist. Aber bei diesen 229 Kontakten waren es ja nicht nur Leute aus der Familie, sondern äh, aus dem Arbeitsumfeld, aus dem Freundeskreis, aus dem Vereinsumfeld. Und da sagt das Gericht, ab dann ist ein Verbreiten gegeben, weil wenn ihr verschiedene Gruppen ansprecht, dann könnt ihr das nicht mehr steuern. Wie dann weitergeht. Also, dass das Video runtergeladen wird, weiterverbreitet wird, das ist äh, Risiko. Dazu ist relativ groß und deswegen sagt das Gericht ja auch der Tatbestand des Verbreitens ist hier gegeben. Man konnte nicht mehr kontrollieren, was mit dem Video passiert. Der Mann hat 75 Tagessätze, a 10 Euro bekommen. Warum so wenig? Warum verdient er nur 300 Euro im Monat? Naja, er war arbeitslos, hat vier Empfänger und dann hat man eben nicht so viel zur Verfügung. Und 75 Tagessätze ist eigentlich schon heftig. Ihr wisst, ab 91 Tagessätzen wäre er sogar vorbestraft. Das heißt, jemand anderer wäre nicht mit 750 Euro davon gekommen, wäre beispielsweise, weiß ich nicht, jetzt 200 Euro am Tag verdient, der hätte hier entsprechend 3000 Euro zahlen müssen für dieses Verbreiten eines Videos in seinem WhatsApp-Status. Ihr seht also, das ist jedenfalls keine Kleinigkeit wenn man hier in seinem Status meint, was, ja, weiß ich nicht, was dachte der sich, dass das lustig sei? Äh, nee, er wollte hetzen, sagt das Gericht. Ja, wer also hier hetzen will, sei es auch nur im WhatsApp-Status, kriegt die ganze Härte des Gerichts zu spüren. Also neues Urteil zu Nazi Hetze in Deutschland. Ich finde es generell in Ordnung. 75 hetze ist schon sehr hoch, das muss man sicherlich sagen. Aber das, was hier verbreitet worden ist, war natürlich auch heftig. Insofern hat der Mann hoffentlich seine Lehren daraus gezogen und in seiner Freizeit, denn er hatte jetzt, da ich arbeitslos war, offenbar viel Zeit, solche komischen Videos rumzuschicken. Da kann er sich jetzt überlegen, dass er vielleicht irgendwie Salat anpflanzt oder Tomaten sät oder was auch immer. Jedenfalls nicht so einen Scheiß baut. Denn das ist für ihn schon heftig, wenn er jetzt hier äh, 750 Euro weniger hat, wenn er nur 300 Euro verdient im Monat als Hartz-IV-Empfänger, dürfte ihn das schon hart treffen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.